Hallo Welt, ja, da sind wir wieder hier in unserer Serie ZFG und wir sind immer noch beschäftigt mit dem Titel Creofall aus dem Hause Atomic Torch Studio von Daedalic Entertainment. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge jetzt ein Haus zu bauen oder das Huhn zu fangen. So, jetzt sollten wir aber genug Steine und alles haben. Einmal hier ins Baumenü rein. Ja, wir können den Werkzeugkoffer endlich herstellen. Da ist er. Einfacher Werkzeugkoffer. Ein guter Werkzeugkoffer ist für jedes Bauprojekt unabkömmlich. Und das Ding hat sogar eine Haltbarkeitsanzeige. Also werden wir die Teile wohl öfter herstellen dürfen. Ja, dann nehmen wir unsere Belohnungen mal an. Das Tutorial haben wir soweit dann also noch nicht abgeschlossen, denn jetzt geht es um die Mineralien. Baue ein Mineral ab. Dann wollen wir da die Spitzhacke einmal einweihen. Grabe nach Mineralien und finde heraus, was du erhalten hast. Baue außerdem einige Steine aus großen Gesteinsbrocken ab. Tipps. Wie viele andere verwendbare Werkzeuge auch, musst du die Spitzhacke in deiner Hotbar platzieren. Die besten Mineralvorkommen lassen sich in den Bergen finden. Du kannst deine Karte, standardmäßig M, benutzen, um einen geeigneten Ort ausfindig zu machen. Verschiedene Mineralien können verschiedene Abbauzeiten und ergeben verschiedene Arten von Ressourcen. Ach so, ja, okay. Um eine große Anzahl von Steinen zu erhalten, bietet es sich an, große Gesteinsbrocken abzubauen. Ist deine Bergbaufähigkeit hoch genug, so können bestimmte Mineralien dir eine seltene Ausbeute, wie zum Beispiel Goldnuggets oder Edelsteine bringen. Ach, wie schön. Ja, das mit dem Lagerfeuer gucken wir uns dann danach an, aber erstmal hauen wir jetzt drauf. Das heißt, wir müssten... Was war das nochmal, das Inventar? Wir müssten auf 3 erstmal unsere Hacke haben. So. Dann hauen wir hier mal auf den Stein. Auf den Putz. Oh, cool. Ja. Dann gucken wir doch mal auf die Karte. M wurde gesagt. Und könnte das hier vielleicht ein Berg sein? Ja, das heißt, wir rennen jetzt mal in diese Richtung hier. Unterwegs sammeln wir gerne noch ein bisschen was ein. Fasern und so. Oh nein, ein Wolf. Renn. Nicht vor dem Baum rennen. Das ist kein Berg. Hier strahlt es aber offenbar. Na gut, nochmal auf die Karte geguckt. Ja, nee, das war auch kein Berg da oben. Ernten. Ich sehe rechts unten, wir haben Hunger und auch Durst. Zu trinken haben wir noch nichts gefunden, aber das scheint mir wirklich hier... Ist das eine Wüste oder... Uah, da kommt schon ein Gecko. Also auch kein Berg. Da müssen wir gleich nochmal auf die Karte gucken. Aber da ist ein Huhn. Karte. Ja, wir gucken mal, was das da ist. Vielleicht ist das ja ein Berg. Nicht wirklich. Vielleicht finden wir auch hier drin irgendein Mineral. Nochmal die Karte.
Okay, wir finden gleich Wasser hier oben. Das ist doch schon ganz gut. Und Schlammkrabben. Ich weiß ja nicht, ob wir das Wasser an... Naja, das müssen wir im Tutorial gucken, wie das geht. Ich weiß ja nicht, ob das giftig ist, vielleicht das Wasser. Ja, Steine haben wir bald genug. Das geht. Während wir hier drauf sind auf dem Server, wird der Server aktualisiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach geht. Aber ich finde hier keinen Berg, um Mineral abzubauen. Vielleicht machen wir das nächste schon mal. Also das Lagerfeuer bauen, meine ich damit. Seile werden wir bestimmt immer wieder brauchen. Oh, wir können ranzoomen und rauszoomen ein wenig. Oh, da hat jemand was gebaut. So kann man das also bauen nachher. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Ja, da kann man schon mal so ein bisschen sehen, was auf uns alles zukommt. Schmieden können wir wohl, Schmelzöfen bauen. Richtig, Fabriken hier, wie es aussieht. Öl können wir abbauen. Schön, schön. Ah, und hier wird die Gegend auch etwas hübscher jetzt. Da kommen wir wieder in die Nacht. Ja gut, wir machen dann das nächste, denn ich denke, wenn wir nochmal auf die Karte gucken, dann wird es jetzt gar nicht so einfach sein, hier einen Berg zu finden. Das nächste, bau ein Feuer. Wie machen wir das denn? Jetzt, wo du einen Werkzeugkoffer besitzt, kannst du verschiedene Strukturen bauen, die um die Technologien... Was? Die du um im Technologie-Menü freigeschaltet hast. So. Beginnen wir mit einem Lagerfeuer, das zum Kochen von Nahrungsmitteln verwendet werden kann. Also drücke die Tab-Taste, das haben wir aus Versehen schon öfter gemacht, um ins Konstruktionsmenü zu gelangen, solange du nichts an der Steuerung verändert hast natürlich. Das Konstruktionsmenü enthält mehrere Seiten mit verschiedenen Gebäudetypen, die du nach und nach freischalten kannst. Werkzeugkoffer dienen nicht nur zum Bauen, sondern auch zur Reparatur von Strukturen. Das Lagerfeuer dient natürlich als einfache Lichtquelle. Viel wichtiger noch, ermöglicht das Kochen einfacher Rezepturen, zum Beispiel gebratenes Fleisch. Wichtig? Um etwas zu bauen oder zu reparieren, benötigst du einen Werkzeugkoffer. Ja, den haben wir. Rüste einen Werkzeugkoffer in deiner Hotbar aus, um etwas zu bauen. Ah, okay. Das war C, oder? Ja, genau. Den packen wir mal auf 6. Und bauen. Aha. Ja, dann stellen wir das mal hier hin. Gleich beim Wolf da oben. Lauert er hier oben.
Das reicht auch. Koche ein Lebensmittel. Jetzt, wo du ein Lagerfeuer gebaut hast, kannst du es zum Kochen einfacher Lebensmittel verwenden. Falls du Pilze oder Fleisch besitzt, kannst du diese kochen, um sie nahrhafter und genießbarer zu machen. Koche ein Lebensmittel und esse etwas. Tipps? Du kannst dir alle vorhandenen Rezepturen eines Lagerfeuers anzeigen lassen, indem du auf Rezepturen anschauen klickst. Um etwas zu kochen, musst du eine passende Rezeptur auswählen. Lagerfeuer benötigen Brennstoff. Platziere etwas Holz oder Holzkohle im Brennstoffslot. Später kannst du neue Rezepturen im Technikmenü lernen. Du kannst jeden Gegenstand, auch Essen, entweder direkt aus dem Inventar benutzen oder indem du ihn in der Hotbar platzierst und dann im Spiel benutzt. Also kochen wir was. Interagieren mit dem Feuer? Ah ja. Also wir brauchen erstmal Brennholz, Brennstoff. Rein damit. Und wir brauchen Rezepturen. Wir könnten eine Flasche abgestandenes Wasser herstellen. Wir wollen aber was. Wir sollen was. Lebensmittel sollen wir herstellen, ja. Holzkohle, nein. Verkohltes Fleisch, nein. Geröstete Pilze zum Beispiel. Steinpilze oder Rostpilze oder verkohltes Yucca könnten wir sogar herstellen. 10 Sekunden dauert der Spaß. Was wäre denn besser? Wo sind denn die Yucca-Pflanzen hier? Sehe ich gerade gar nicht. Kaffeebeeren. Oha. Na egal, dann machen wir uns so einen schönen Pilzspieß. Geröstete Steinpilze. Steinpilz. Speisepilz. Kann roh verzehrt werden, ist jedoch viel schmackhafter, wenn er gekocht oder in einem Topf verarbeitet wird. Weg ist er. Ach so, nee. So, 4 Stück haben wir. Wir stellen auch gleich 4 her. Rostpilze. Diese Pilze sind wegen ihrer kräftigen Farbe als Rostpilze bekannt. Gekocht schmecken sie ziemlich gut, im rohen Zustand sind sie jedoch giftig. Aha, da haben wir schon mal was hergestellt. Ein bisschen Holz können wir noch reinschmeißen hier. Schmeißen wir alles an Holz rein, was wir da haben. Asche bekommen wir heraus. Aus verbranntem Holz übrig gebliebene Asche. Und natürlich die Holzkohle. Holzkohle ist ein Nebenprodukt der Holzverbrennung, kann seinerseits als Brennstoff verwendet werden. Schön. Oh, die verderben auch hier scheinbar die Sachen. Seht ihr den grünen Kreis hier? Da, der leert sich so allmählich. Ach so, das sollten wir vielleicht mal rausnehmen. Stapeln können wir das nicht, oder? Doch, können wir auch stapeln, wenn das zubereitet ist. Ja, essen können wir ja schon mal was. Dann haben wir das auch schon fertig. Vielleicht können wir dann anfangen, ein Haus zu bauen schon. Oder können wir das hier vielleicht ausschalten, das Feuer? Ja. Sollten wir machen. So. Essen. Essen über 5. Ja, da haben wir was gegessen. Oh, das hat jetzt aber auch nicht ganz so viel gebracht.
So, die nächste Aufgabe, bevor wir ein Haus bauen, finde eine einfache Wasserquelle. Es ist an der Zeit zu lernen, wie man sich Zugang zu einer einfachen Wasserquelle verschafft. Eine der ersten Kulturpflanzen, die nach dem Terraformen dieses Planeten angebaut wurden, waren die Büsche der Wasserknollenbeere. Diese stellen eine gute Quelle für sauberes und leicht erreichbares Wasser dar. Also 5 sollen wir davon pflücken, also da brauchen wir noch einige Tipps. Wasserknollenpflanzen erwachsen in beinahe allen Biomen. Am häufigsten kommen sie jedoch auf Wiesen gemäßigten Klimas vor. Wie alle Pflanzen und Nahrungsmittel verderben sie schnell und sollten daher zur alsbaldigen Verwendung gesammelt und verbraucht werden, anstatt sie für später aufzubewahren. Aha, vielleicht haben wir da schon welche, die verdorben sind. Ja, 6 haben wir und wir brauchen... Nee, das sind die gar nicht. Doch, Wasserknollenfrucht. Frucht der Wasserknollenpflanze enthält frisches Trinkwasser. Aber wir haben nur 2, steht da oben. Hier steht 6. Ah, vielleicht sind schon welche verdorben. Gut, die leuchten aber schön in der Nacht. Da. Zwei haben wir dazu bekommen. Und wir haben 3 jetzt nur. Oh, was ist denn hier? Das ist ein Stein. Aber da sind auch Mineralien drin, dann haben wir das doch auch gleich erledigt, oder? Scheinbar ist da irgendwas Rotes. Ah, das hat aber nicht wirklich geholfen jetzt. Ach so. Naja, das Haus werden wir wohl nicht mehr bauen können jetzt. Genug gesammelt. Also wie war das jetzt nochmal? Über C? Nein, wir brauchen das Feuer wieder. Oh nein. Wo haben wir das jetzt? Ja, hier beim Wolf war es. Genau, da ist es auch noch. Hindernisse im Weg? Gegenstand kann dort nicht abgelegt werden? Och. Ach so, ja, wir brauchen den ja auch nicht abzulegen. Wir wollten hier interagieren. Rezepturen nochmal. Koche Wasser. Ah, verschwenderisch. So, Brennstoff rein. Die da rein vielleicht? Ah, okay. Nee, dann eben so nicht. Vielleicht können wir die so essen, einfach. Ah, hat funktioniert. Aha. Oh ja, das geht. Das geht. Dann haben wir das hier auch geschafft. Finde eine einfache Wasserquelle. Und dann war es das erstmal mit dem Tutorial. Fast. Ja, das mit dem Mineral, das wird so ein bisschen schwierig jetzt. Wir haben keinen Berg gefunden. Wir können ja nochmal auf die Karte gucken. Hier oben. Na, das ist wieder so eine Art Wüste oder sowas. Da waren wir doch gerade. Na gut, dann schauen wir uns mal an, was wir sonst noch so bauen könnten. Holzbretter, also Hütten
könnte man vielleicht aus Brettern bauen. Also werden wir uns hier noch so ein paar Bäume hacken. Dann haben wir auch gleich ein bisschen Platz hier. Vielleicht können wir auch so einen Wolf jagen mal für Fleisch. Oh, die ist ja stabil, die Axt. Das gefällt mir. Da den Pilz. Ja, ich sehe schon, liebe Welt da draußen, wir wollen ein Haus bauen unbedingt. Hier in der Nähe des Feuers. Und das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. Also machen wir noch eine dritte Folge. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank auch nochmal für die Zusendung des Keys zu dem Titel Cryo Fall. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.